Insgesamt dreimal vernichtet Gott diese Welt gemäß seines Heilsplanes. Das erste Mal liegt in der Vergangenheit, da hat Gott durch eine Sinnflut, also durch Wasser, ein globales Gericht, die Welt vernichtet, hat quasi durch Wasser die Welt gereinigt und mit Noah einen Neuanfang gestartet. Das zweite Mal wird in der Zukunft liegen, nachdem Christus selbst auf die Erde kommen wird, nach einem siebenjährigen Weltgericht, wird er selbst auf die Erde kommen, um sein tausendjähriges Friedensreich aufzurichten. Hierfür wird er eine neue Erde machen und die jetzige Welt, die jetzige Erde vernichten. Dann aber durch Feuer und nicht durch Wasser. Das wird auch genannt die Taufe mit Feuer. Das ist 2. Petrus 3. Manche beziehen 2. Petrus 3 auf die dritte Vernichtung. Das passt meines Erachtens aber nicht, denn im 2. Petrus 3 geht es um den Tag des Herrn und um die neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnen wird. Das Hauptmerkmal des tausendjährigen Friedensreiches wird Gerechtigkeit sein. Nach dem tausendjährigen Reich wird Gott ein drittes und letztes Mal diese Welt, diese Erde beseitigen, vernichten, die komplette erste sogenannte Schöpfung beseitigen und er wird eine neue Erde und einen neuen Himmel machen, eine Neuschöpfung, ein komplett neues Universum, die dann gemacht ist für die Ewigkeit. Und das Hauptmerkmal dieser neuen Erde wird Herrlichkeit sein. Das ist der vollkommene Heilsplan Gottes für diese Welt.